Willkommen zurück zu Prince of Persia, The Two Thrones, zu meinem Lieblingsspiel momentan. Nein, in der letzten Folge habe ich, glaube ich, Selbstmord begangen, also mit diesem Charakter hier, dem eingebildeten Prinzen von ganz Persien. Nein, weil dieser Raum, er treibt mich einfach in den Wahnsinn. Doch ihr wundert euch bestimmt, warum ist der schon da vorne? Ja, ich habe offscreen gespielt und zwar, weil ihr das nicht sehen wolltet. Es war nur ein Gefehler. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde jetzt gespielt und das wären nochmal drei Parts. Und mal ganz ehrlich, so viele Parts für so einen Scheiß hier, das braucht man nicht. Wenn ihr eine Lösung haben wollt, schaut nicht im Internet nach. Da findet ihr nämlich auch keine. Das habe ich nämlich schon versucht. Ich war nämlich im Internet, habe dann geguckt nach einer Lösung, habe sie auch ausprobiert und die hat vorne hinten nicht funktioniert. Also wenn ihr das wirklich hinkriegen wollt, dann probiert einfach. Einfach probieren. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal mit Probieren hinbekommen und habe gerade einen Scheiß gemacht. Sag mal, was mache ich eigentlich genau? Ja, ich habe zum zweiten Mal, ich habe es ja damals schon mal gespielt, zum zweiten Mal mit Probieren hinbekommen und das geht, Leute. Man muss nur ein bisschen sich anstrengen, ein bisschen überlegen und dann funktioniert das auch. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt diesen großen Durchbruch, den ich jetzt hier gleich habe, zeigen. Wollt euch das nicht verpassen lassen. Deswegen seid gespannt. Jetzt geht's nämlich gleich los. Jetzt sind wir nämlich gleich durch, ne? Es kommt gleich der große Durchbruch. Endlich. Ja, dieses Spiel, ich mag es ja sehr, sonst würde ich es ja nicht als LP machen. Aber das Level, da habe ich schon Angst gehabt vor dem Level, weil ich mag es einfach nicht. Ich hasse dieses Level hier. Die königliche Manufaktur heißt es, falls jemand nachschauen will. Naja, groß drum herum geschwätzt, wir haben es jetzt. Gott sei Dank, endlich. Ah. Boom. Geile Animation mal wieder. Muss ich echt sagen, die sind immer top. Ja, eine epische Szene. Ich finde jede. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle fortfahren? Ja, natürlich, speichere doch. Ich werde nächstes Mal an dieser ich Stelle jede... weitererzählen. Ja, darf ich noch mal kurz was sagen? Ich finde jede Szene, also so gerenderte Szene, einfach genial bei solchen Spielen. Bei Tomb Raider ist es so gewesen früher, bei POP genauso. Naja, jetzt wird wieder getrived. Ich glaube, du treibst diesen Heldenquatsch ein bisschen zu weit. Du hast die Leute doch schon gerettet. Wow, das ist sehr knapp immer, ja. Aber eigentlich macht das Spaß. Ich hoffe, das kommt im Film auch vor. Ja, Leute, vielleicht kann ich das euch hier nebenher erzählen. Gott, wo bin ich denn? Jetzt am Donnerstag, für die Leute, die Bock drauf haben, kommt endlich der Prince of Persia Film. The Sands of Time in die Kinos. Gesamt der Zeit. Das ist, glaube ich, so ein Mischmasch aus allen drei Teilen. Habe ich euch schon mal erzählt. Und ihr seid jetzt einer von uns, Prinz. Aua. Ja, dieser Film, ich bin sehr gespannt. Ist vom Regisseur von. Okay, ich sollte nicht so viel über Filme reden. Auch wenn das mein Lieblingsthema ist zum Reden. Scharfe Kurve! Woo! Nein, ist vom Regisseur von Flut der Karibik, Jerry Bruckheimer und. Mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle als Prinz. Ich finde, er sieht dem Prinzen sehr ähnlich. Bin mal sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall reingehen. Sofort am Donnerstag. Oder auch erst später. Egal. Was jetzt? Egal. Okay. Ich dachte schon, ich bin jetzt gleich wieder tot. Aua. So. Das macht Spaß. Das Comeback vom fahrenden Prinzen. Ja, hoffentlich wird es kein so ein Fail wie Shumis Comeback. Mal ganz ehrlich, Leute. Das ist so ein richtiger Fail von Shumi. Er kommt, er hat wie viele Meisterschaften gewonnen. Und dann kommt er daher.
Du bist aber hartnäckig, Kleiner, ja? Dann kommt er daher, meint, er könnte nochmal fahren und verliert die ganze Zeit. Das ist schon irgendwie lächerlich, oder? Egal. Das ist kein Formel-1-Rennen hier, das ist... Ey, yo! Zack, zack! Komm schon! Boah, bist du cool. Nein! Nein! Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Schon wieder sowas, was ich nicht mag. Jetzt kommt gerade so eine Passage, die mag ich einfach nicht. Weil jetzt kommt ein weiterer Endgegner. Ich gestehe, das hatte ich nicht erwartet. Weil er auch durch Feuer nicht gehen kann, gell? Wieso gehst du nicht einfach durchs Feuer, Prinz? Das ist wie bei Harry Potter 1. Da steht, da kann der Harry auch nicht durchs Feuer. Ist das so blödsinnig? Aua. Er gibt irgendeinen Trick, Leute. Wie bei jedem Endgegner. Oh, wie war das nochmal? Die müssen sich, glaube ich, irgendwie selber schlagen. Oh, wo war da? Naja. Aua, aber nicht mich schlagen. Ich würde sagen, ich mache mal Zeitlupe. Kann ich mich auf einen konzentrieren? Okay, das hat es nicht gebracht. Ganz ehrlich, Leute, ich werde failen. Zack. Ich bin Pessimist, leider. Leute! Ah, du scheiß Drecks! Ah, das hätte nicht passieren müssen sollen. Jetzt hab ich's. Das ist es. Wenn man irgendwie über einen drüber springt, dann tut's einem verdammt weh. Leute, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dieser Endgegner heftig war. Der war, glaube ich, schwerer als der Visier am Ende sogar. So, was muss man machen? Was muss man machen? Leute, was muss man machen? Keine Ahnung. Okay, man muss sterben. Ach du Scheiße, mein Gott. Oh, wisst ihr eigentlich, wie entspannt Sims ist? Okay, nein. Zack, zack, zack. Komm schon, den machen wir jetzt fertig. Nein, nein. Aua. Mir fällt gerade ein, ich habe gar kein Schwert. Ich habe kein Leben mehr, kein Sand, gar nichts mehr. Ich bin pleite, Leute. Dann halt versucht. Okay. Das kriegen wir noch mal hin. Ja komm, ich muss jetzt nicht dieses Geprotzeln da machen. Nun ja, ich gestehe, das hatte ich nicht erwartet. Ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. So. Okay. Ah, jetzt ist es. Genau, jetzt hab ich's. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Nachdem ich jetzt wieder einen Haufen Leben verloren habe, ist es so, ich muss über die drüber springen. Dann hauen die so ganz stark auf den Boden. Da verankern sie sich. Das war schwul. Scheiße. Da verankern sie sich. Und ich glaube, ich muss das Auto dann nochmal neu machen. Kann das sein? Ich habe nicht so viel Sand. Ich brauche den Sand. Ja, auf jeden Fall, die verankern sich da. Komm schon! Sag mal, was ist das eigentlich? Genau, und jetzt kann ich auf den einhauen. Seht ihr das? Das geht wunderbar. Nur man darf dabei nicht so viel Leben verlieren. Mein Gott, das ist richtig scheiße, was ich hier mache. Das ist richtig schwer. Ich bin gar nicht mehr im POP drin. Mann, ganz ehrlich, das Level war und ist einfach unmöglich. Das war mit so das Schwerste, was ich je gemacht hatte. Ich hasse es, ich hasse... Dieses Ding, ich mache jetzt Prince of Persia offiziell zu meinem Neben-EP. Weil der erwartet nicht, dass jeden Tag ein paar kommt. Kommt sowieso nicht. Sims ist gerade im Haupt-EP. Ich soll aber POP trotzdem fertig machen. Dann nun ja, ich gestehe, wow, das hatte ich nicht erwartet.
So, fertig. Geil! Oh, die Zeit sind davon. Gott sei Dank. Leute, ich mag sowas nicht. Geil, ich wurde direkt getroffen. Was ist das eigentlich, Mann? Wer denkt sich so einen scheiß Endkampf aus? Ich hasse Endgegner. Das ist das Unnötigste, was man bei einem Spiel machen kann. Ein Endgegner, naja. Auf jeden Fall sehe ich jetzt, dass uns die Zeit davon gegnet. Naja, Leute, man sieht sich. Bis dann.